Das sind egoistische Gründe, teilweise von Spielern, teilweise von Vereinen. Dann spielt Olympia vom Zeitpunkt her keine richtig große Rolle bei den Fußballvereinen und so kommt es dann zusammen. Wir können ja anfangen von einem Gentleman Agreement, dass einfach jeder Verein sich an die Absprachen hält und Spieler abstellt. Das ist dann nachher, wenn es dem Verein nicht gut geht, ganz viele Trainer haben gewechselt, viele Spieler haben gewechselt. Also es gibt schon offensichtliche Gründe, warum man dann nachher sagt, ah nee, gehen wir nicht ab. Du kannst es nur umgehen, indem es einfach eine Abstellungspflicht gibt, so wie bei den Länderspielen auch. Aber das ist hanebüchen jetzt daran zu denken. Es ist halt, hängt dann immer davon ab, wie viele Leute, die in der entscheidenden Position sitzen, Lust haben, dass da eine gute Olympiamannschaft hinfährt. Was wir definitiv mitnehmen, ist, dass man nicht unvorbereitet zu so einem Turnier fahren kann und darf. Es ist, glaube ich, nicht ganz überraschend, dass 3 der 4 Europäer ausgeschieden sind, die halt jetzt im Moment einen anderen Rhythmus haben, die jetzt erst in der Vorbereitung sind. Die Spieler sind körperlich in einem Loch, weil sie müssen halt erst in 2 Wochen fit sein. Die Spritzigkeit und diese 100%ige Widerstandsfähigkeit, die holst du dir halt jetzt in den nächsten Wochen. Das war natürlich jetzt für uns zu spät, weil die Spiele vorbei sind. Das ist der eine Faktor und dann hat man halt nicht genug Spieler, um noch ein bisschen zu variieren, weder taktisch noch personell. Und dann sind wir leider schon wieder zurück. Ja, auch.